Mönkebude, am Südwestufer des Stettiner Haffs gelegen, ist ein staatlich anerkannter Erholungsort, den ich Ihnen hier vorstellen möchte. Der Name Mönchebude, Haus oder Bude der Mönche, leitet sich vermutlich von den Mönchen des Klosters Grube auf Usedom ab, die hier vom Pommernherzog Barnim I. das Recht bekommen hatten, Fischfang, Jagd und Holzabbau zu betreiben. Im Süden und Westen der Gemeinde beginnt das große zusammenhängende Waldgebiet der Ueckermünder Heide. Der Ort ist hufeisenförmig zum befestigten Hafen und Strand angelegt. Die typisch pommerschen rebgedeckten Karten und Wohnhäuser prägen das Dorfbild. Und nun zeige ich Ihnen, wo Sie gegebenenfalls einkehren können. Zum Beispiel im Gasthof zum Löwen mit angeschlossener Pension. Oder in dem blauen Salon. Der Bäcker ist gleich mit im Haus. Leckere Fischgerichte gibt es in Kregelins Bistro. Für den Nachmittagskaffee bzw. einen Eisbecher ist die Eisdiele Bade empfehlenswert. Natürlich finden Sie hier auch eine kleine Kaufhalle mit Bäcker, Fleischer und einer Poststelle. Und wenn Sie mal richtig relaxen wollen, dann gehen Sie doch in die Salzgrotte Solamar. Mitten im Dorf finden Sie die Fremdenverkehrsinformation mit Heimatmuseum, der Fischerstube und einem Fahrradverleih. Informieren Sie sich hier über Veranstaltungen und weitere Angebote. Und nun kommen wir zum Highlight des Ortes, dem Strand, den Yachthafen und Karawanenstellplatz gleich am Eingang zum Hafenbereich. Thank you.
Das Stettiner Haff ist ein ideales Segelrevier. Hier die alljährlich stattfindende Haffregatta. So, wenn ich mit diesem Filmchen Ihr Interesse geweckt haben sollte, in Mönckebude mal Urlaub zu machen, dann empfehle ich Ihnen den Ferienbungalow nur 300 Meter vom Strand entfernt in der Haffstraße 39, Haus Nummer 7. Unter irkaschmidt.de finden Sie alle weiteren Informationen.